Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 5. Wir machen uns jetzt unterwegs, obwohl beim Dro... Ah, oder auch nicht. Ja, gut, dann halt doch Hauptmission. Willkommen, geskriptet und so. Ja, komm. Puste mich nicht an. Nein, puste mich nicht an, habe ich gesagt. Ah, das war fast nerviger als John. Und John war schon nervig. Dieses skriptete Gedöns, ne? Naja, wenigstens konnte man das hier noch befreien. Den Rest machen wir danach. Ich verstehe das nicht. Ja. Hast du gedacht, du kannst einfach weitermachen, was du willst, ohne Konsequenzen? Tja. Ich war vernünftig, Selena. Ich war gerecht. Nö. Aber du bist so selbstsüchtig. Ich weiß. Du hast jemanden zum Gehen gezwungen, der überhaupt nicht gehen wollte. Oh. Eifersüchtig? Nur damit du was sein konntest. Eine Heldin. Ja, ich habe da so einen Komplex. Habe ich deinem Bruder schon gesagt. Weißt du, was Hybris ist? Ja. Arroganz vor den Göttern. Tja. Die Griechen glaubten, es wäre gefährlicher Hochmut, der die Göttin Nemesis dazu brachte, die gerechte Strafe zu erteilen. Genau die richtige Karte. Wenn ich gewinne, musst du einen Button tragen. Was sagst du? Straight Flush. Oh. Wenn Gewalt die einzige Sprache ist, die du verstehen willst. Alter, lass ihn in Ruhe. Dann spreche ich diese Sprache. Lass ihn in Ruhe. Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt? Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt? Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Nein! Fuck! Nein! Hör auf! Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Es tut mir leid, Hör dass ich auf. Das tun muss. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber du hast kleine Hure. Aber du hast dich entschieden. Wer hat die Türen geöffnet? Oh shit! Sie sind drin! Ich sagte doch, ich will nicht gehen. Nein! Hör auf! Marshall! Alter! Will die mich verarschen? Hat die nicht mal alle Latten am Zaun? Diese kleine Hure. Jetzt hat sie mich sauer gemacht. Vorher habe ich ja noch gedacht, oh, süßes kleines Ding. Rookie, irgendwer! Wir werden angegriffen! Nein! Haltet sie auf! Natürlich wachen wir in der Nähe auf. Ich komme! Sie haben den Sheriff! Verdammt! Sie haben Earl! Rookie, verdammt nochmal, wo bleibst du? Ich bin unterwegs! Ich komme von 3000 Kilometern entfernt. Bin unterwegs! Nein! Verdammt, ich habe auch keinen Begleiter, ne? Ich brauche unbedingt einen Begleiter. Für diese Mission. Eieieiei. Das kann ja was werden. Die wird das sowas von noch bereuen. Absolut. Der knall ich sowas von eine Kugel zwischen die Augen. Die darf an ihrem eigenen... Nee, die darf an ihrem eigenen Bliss schnuppern, die blöde Plunze.
auch dringend Partner. Das ist ja super. Nein! Fick dich! Fuck you! Ah! Ist das nervig! Das ist absolut nervig! Ja, nee, ist klar. Selena! Du blöde kleine Plunze! Acht, ne? Wie sind die eigentlich hochgekommen? Ich hoffe, du bist in der Nähe, Rookie. Die verdammten Peggys sind im Gefängnis. Sie haben die Eingänge versperrt. Da ist ein Luftschacht auf dem Dach. Such dir einen Weg da hoch und komm von da aus rein. Schnell! Sieh einer an, wie schnell du zu Hilfe kommst. Keine Sorge. Deine Freunde sind bei mir sicher. Wie soll ich denn da hochkommen? Hier hoch. Tu ich nicht. Da ist die Treppe. Die Leiter. Wo ist die Leiter? Hier. Oh, du willst immer noch die Heldin sein? Ich bin immer die Heldin. Faith hat es euch gesagt. Sorry. Keine Gnade. Ja, ich zeig auch keine Gnade. Warum siehst du Josephs Licht nicht? Tja. Weil es hier ziemlich düster ist. Wo bist du denn her? Sorry. Vielen Dank. Ja. Irgendwas muss Virgil und dem Marshall zugestoßen sein.
Dann ging das Chaos los. Okay. Wir haben den Sheriff Rookie. Die haben alle. Wir haben Ärger. Wir müssen los. Das Tor ist verschlossen. Einer der Wichser da draußen hat den Schlüssel. Schnell. Schnell, bring den Schlüssel her. Wo könnte der Schlüssel sein? Ja. Hä? Okay, warte. Vielleicht der hier oben? Ich hab doch noch keinen Schlüssel. Immer diese Hektik, ey. Vielleicht der da oben. Moment. Ja. Nee, komm ich nicht hoch. Nitro. Ach. Ach, wirklich? Schnell, hier drüben. Ja, ja, ich hab ihn. Ihr habt euch solche Mühe gegeben. Wie traurig, zu wissen, dass alles vergebens war. Nein. Fuck. Oh nein, der mit seinen Buttons. Und was jetzt? Ach du. Sorry. Ach so. Oh nein. 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 Bitte. Hilf mir. Ja. Fass drauf. Komm schon, Virgil. Komm. Komm schon. Hey, Virgil. Ist nicht mehr. Das ist es, was sie macht. Sie nimmt. Sie zerstört. Ja. Das tut sie. Finde sie. Töte sie. Lass sie damit nicht davonkommen. Sie kommt damit nicht davon. Garantiert nicht. Damit kommt sie nicht davon. Versprochen. Sorry, Marshall. Wo kommt diese blöde Stimme her? Oh, die wird sowas von leiden. Wenn es vorbei ist, werden wir vereint sein im Bliss. Vergiss es. Ja, ganz toll. Noch so eine Drogenerfahrung. Wow. Rück den Sheriff wieder raus.
Er war fast im Ruhestand, ja? Nee, schon wieder. Jetzt siehst du, wozu wir fähig sind. Komm zu mir und ich zeige dir eine Welt, die du nie für möglich gehalten hättest. Na ganz toll, ich kann nur da durchgehen, ne? Und wir laufen nur sehr langsam. Ach so, okay, deswegen. Amazing Grace, how sweet. Nein. Nein. Lass ihn in Ruhe. Du musst damit aufhören. Hör auf. Dein Sheriff hat dich vom Pfad abgebracht. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung. Und wird sich in Eden zu uns gesellen. Vergiss es. Und wenn du versuchst, ihn aufzuhalten, was willst du tun? Lass ihn gehen. Wo bin ich? Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Also werde ich diese Mauer einreißen. Vergiss es. Boah, was ist das für eine Bitch? Dein Sheriff ist jetzt so dicht dran. So dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Das Ende naht für dich. Du hast unseren Olivenzweig zurückgewiesen. Jetzt empfängst du unseren Zorn. Bist du verwirrt? Nein. Bin ich verwirrt? Ich brauche nur neue Muni. Achso, das sind Ruhephasen, wo ich mich dann aufmunitionieren kann. Tja. Vielleicht ist es mir auch egal. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Ich greife zur Feder. Du greifst zu den Drogen. Siehst du nicht, was du da tust? Er ist mächtiger, als du glaubst. Ach. Schöpfung nicht vernichten.
dafür. Nichts davon ist meine Schuld. Tja. Meinst du, ich wollte das? Nein. Er hat mich betrogen, gefügig gemacht, mich bedroht. Tja. Ich war 17, noch ein Kind. Tja. Das, was du getan hast, macht's nicht besser. Ach. Erinnert sich. Ach, echt? Mir egal. Ich bin stärker als du. Du schlägst zu, aber du kannst deine Schöpfung nicht vernichten. Weißt du was? Du bist lästig. Doch. Absolut. Nervig. Es nicht verstehen. Ja. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Doch. Ich begreife, was ich tue. Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Ja. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Mhm. Du warst der Anfang. Das Alpha und das Omega. Du bist das Ende. Ja. Es sollte immer genau so ablaufen. Vielleicht. Aber es waren trotzdem deine Entscheidungen. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Sheriff. Du wirst die Heldin sein. Tja, oder Anti-Heldin, je nachdem. Und dann entscheidest du. Ja, wie jeder und ich auch. Und wenn du nicht auf ihn hörst, behält er recht. Das ist immer wieder eine selbsterfüllende Prophezeiung. Noch schnell Blümchen pflücken. Check. Tja, jetzt ist die Plunze auch weg. Okay. Toll, Drogenrausch. Supi. Ist wahrscheinlich ihr Bunker, ne? Und diesmal müssen wir den Sheriff rausholen. Ich habe nicht darum gebeten. Was? Ich wurde auserwählt. Achso, ja, das ist dieser Joseph. Joseph, Sie! Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Entführungsabkommen. Nein, wo bist du? Oh. Ups. Ich glaube, das war ich. Upsi, das war ein bisschen zu viel des Guten. Naja. Facegate. Noch geht's nicht. Ich kann noch keine Waffe ziehen. Ich bin dein Vater. Was? Bist du nicht? Nein. Das wüsste ich aber. Joseph, Sie! Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor.
lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Etwas wird kommen. Und ihr spürt es auch nicht. Die Welt erreicht einen Wendepunkt und wir gehen mit unter. Ah ja. Wir sind von unserer Besessenheit geblendet. Und unsere Besessenheit ist der Konsum. Der hemmungslose Konsum. Wir brauchen das neueste Handy. Und für dieses Handy... Ja, das kennen wir. Okay, so. Is to sing his praise than when we first Sheriff. Begun. Ich Sheriff. Habe nicht viel Zeit, Rocky. Das Bliss. Du musst es aufhalten. Ja, ich versuch's doch. Du musst dich beeilen. Sheriff. Amazing Grace, oh sweet. Nein, nicht! Tu's nicht! That saved a wretch like me. Sheriff? I once was lost, but now I'm found. Oh nein. Was blind, but now I see. Leute? Du musst dich beeilen. Rookie! Ja? Schnell, Rookie! Halt das Bliss auf! Okay. Komm hier rüber, Rookie! Schneller! Du musst laufen! Nein! Bitte nicht! Toll! Ganz nice! Überhaupt nicht unfair zu sagen, ja, also, wenn du zu lang brauchst, dann bringt der Sheriff sich um. Aber hey, du kannst sterben, während du interagierst. Und du brauchst Zeit, um die Leute da wegzumachen. Hey, könnte glatt meine Familie sein. Komm hier rüber, okay. Ja. Scheiß Interaktionsmenü. Komm, mach hin. Ja, irgendwie schon. Kannst du mal bitte dich beeilen? Nein, beeil dich! Beeil dich! Überall sind diese kleinen Pisskinder. Wichser.
Komm, dreh, 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 dreh. Sieh, wir drehen. Dreh, dreh, dreh! Dreh! Dreh und hau ab! Dreh! Nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich hätte vorher heilen müssen. Diese blöden kleinen Hurensöhne, ey! Warum kommen auch 50.000? Ich hab nicht mal genug Munition für 30! Alter! Diese blöde Faith und ihre blöde Sippschaft, ey. Selena ist tot und macht mir trotzdem noch Ärger. Jetzt kann ich von unten wieder neu laufen, ne? Ja. Super. Komm hier rüber, Rocky. Schnell! Komm, mach hin. Mach hin. Ich hatte schon fast alle. Ich hatte fast alle. Ba, ba, ba. Nase juckt. Wollen die mich verarschen? Weiter, weiter, weiter. Weiter. Warnung. Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen. Weiter. Nein! Ich wollte gerade schießen. Komm, mach schneller, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Ich kann nicht. Ich kann dir sonst nicht helfen. Andere Richtung. Mach hinne. Mach hinne. Das letzte Ventil ist hier. Komm, interagiere. Schneller, 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 schneller.
Nein, du bleibst. Diese kleinen, echt. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ja, klein Ghost. Weiter. Komm, weiter. Ich bin tot. Ja. Warnung. Überlastung der Zentrale. Nein! Fickt euch! Ah, jetzt kann ich wieder alles von vorne machen. Oder fast alles. Lass es dir ja nicht einfallen, Sheriff. Das war's dann, Rookie. Tut mir leid, aber ich muss von hier verschwinden. Nein. Das kann ich nicht mehr gerade gucken. Da liegt es an dir, spreng die Bude in die Luft. Wag es dir ja nicht, dich hier irgendwie aufzuhängen. Knüpf dich ja nicht auf. Wenn du dich aufknüpfst, ich folg dir in die Hölle. Genau wie die Marshall. Warnung. Abschaltung sämtlicher Sicherheitsschlösser. Komm, weiter, 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 weiter. Schneller. Mittel. Nein. Ich kann wieder denken. Wir müssen verdammt nochmal raus. Ja. Das klingt, als würde hier alles in die Luft fliegen. Ich suche nach Überlebenden und treffe dich da draußen. Hau ab! Das wollte ich euch auch raten, weil hier kommt überall Feuer raus. Komm, interagiere. Nein, geh doch mal aus dem Weg, du Penner. Wo muss ich denn hin? Da.
gehe garantiert nicht für den Seed-Typen drauf. Oh. Ich bin schon ganz wuschig. Komm. Weiter mit dir. Sowas habe ich übrigens bei John gedacht, dass das passieren würde. Man kann nicht alles haben, ne? Wow. Ja, das ist amazing. Okay. Ihr, okay. Danach kommt ja wieder ihr Ladescreen, wenn wir hier rumreisen. Das wissen wir ja schon. Das haben wir ja schon bei John gemerkt. Ne? Ja. So ein Mist. Oh, Gott sei Dank, wenigstens er. Du siehst scheiße aus. Ja, so ja. Fühle ich mich auch. Wow, ihr redet laut. Hast du Hilfe, um reinzukommen? Gott, nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Tja. Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Vergiss das nicht. Hey, mhm. Kannst du mir helfen? Ich muss los. Hm. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ja. Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg. Hm. Aber du warst stark. Ja, irgendwie und schon. Viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Das ist das Mindeste. Ich bin verdammt stolz auf dich. Oh. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde. Eher unter die Erde. Geht's? Das alles ist ein gut? Befehl, Deputy. Jo. Und schon wieder. Lass mich raten. Er. Hey! Ein Ziegel ward geöffnet. Ja, ich weiß. Da sagtest du schon. Meine Faith. Oh, sie heißt eigentlich Selena. Aber, ja. Meine Faith. Nein. Deine Faith war eine andere Faith. Sie war nicht die erste, die diesen Namen trug, aber sie war ja. Die hingebungsvollste. Mhm. Das wissen wir schon. Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Gebrochen. Ist das nicht jeder? Verloren. Ja, und? Du hast sie ausgenutzt. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Naja. Perfekt. Nicht wirklich. Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Ja, ich habe sie dir weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Oh. Ohne sind wir verloren. Bist du jetzt sauer? Bist du? Bist also du? Bist du? Bist du? Glauben. Bist du? Oh, guckst du mich jetzt endlich mal an? Hey. Und jene, die uns Böses wollen. Ja. Ja, sag, red ich aus. Werden leiden. Tja, ich glaube, das gilt für dich. Gott verdammt, du hast es geschafft. Ja. Faith ist erledigt.
Zeit. Mhm. Und da John ebenfalls tot ist, bleibt nur noch Jacob im Norden übrig. An die Arbeit. Ich weiß. Ach, sie ist jetzt da oben. Jungspund, wenn ja? du an dem Laden vorbeikommst, guck mal rein. Es gibt ein paar neue Spielzeuge für dich. Oh, cool. Cool, cool. Faith ist tot. Ja. Ich kann's kaum glauben. Es wurde gemeldet, ich dass Stratman nicht. Einen weiteren Peggy-Angriff abgewehrt hat. Mhm. Wir sollten rübergehen und schauen, ob sie was brauchen. Ja. Hey, Amigos. Ich bin's, Hulk. Verschanzt im Haus meines Alten. Yep. Ich und Papa werden diesen Peggy-Schwanzlutschern fett in ihr Eden's Gate treten. Oh. Ich glaube, das ist der, dessen Vater nicht so ganz koscher ist. Seine Stimme kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Naja, wir beurteilen ihn ja nicht nach seinem Dad, also, ne? Wenn man nicht auf sich selbst aufpassen kann, du hast das Ruder hier echt herumgerissen. Ich weiß. Oh. Ich scheine glücklich darüber, dass wir alle an einem Ort zusammengepfercht sind. Ihr. So oder so ähnlich. Keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwie vergessen, die Verabschiedung aufzunehmen. Also jetzt aus dem Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, hoffentlich. Bis dann. Bye.